60% der krankheitsbedingten Ausfälle am Arbeitsplatz werden durch Muskel- oder Knochenschmerzen hervorgerufen. Um diese Zahl zu senken, rät der Nationale Sportrat zu Fitnessübungen und gesunden Lebensgewohnheiten. Das macht die Mitarbeiter. Primero, consiga una condición física buena para que puedan llegar a realizar su trabajo sin molestia. Segundo, le enseñamos todo el esquema corporal y tercero, le enseñamos esa movilización de forma práctica de sus cargas, de sus posiciones. Junge Unternehmer machten aus dem Problem ein Geschäft und führen Übungsroutinen in Firmen ein, die sich an jede Arbeitssituation anpassen, um Gesundheitsschäden zu vermeiden. La implantación de este tipo de actividades consigue reducir en un 25% el riesgo de baja laboral en los tres primeros meses de actividad. A partir de ahí, ese porcentaje va aumentando. Sie versichern uns, dass die häufigsten Probleme durch Überanstrengung bei der Arbeit, ungünstige Sitzhaltungen oder ungeeignete Transportlasten verursacht werden. Nosotros por nuestro trabajo pasamos muchas horas tanto sentada en silla como sentada en el coche. Y la zona cervical se nos suele cargar bastante. Y a partir de estar haciendo estos ejercicios hemos notado bastante liberación. Para mí lo más importante es la postura física que te ayuda a la hora de levantar las cajas, del trabajo, a que no te duela tanto la espalda. Me siento más aliviado a la hora de realizar trabajo, más capacitado y tengo muchas menos molestias. Nach Angaben des Nationalen Sportrats und in Bezug auf die Reduzierung krankheitsbedingter Ausfälle können bei Investitionen in Aktivitäten dieser Art Produktivitätssteigerungen im Verhältnis 1:3 verzeichnet werden. Das bedeutet, dass eine Firma für jeden investierten Euro 3 Euro zurückverbuchen kann.